Hallöchen, liebe Männer und Frauen, liebe Wahlberechtigten, sage ich heute mal, denn heute ist ein Video über Politik. Meine Kinder haben Ferien und spielen im Garten Fußball. Wollt ihr Hallo sagen? Hallo! Hallo! Sehr gut. Also wenn ihr was hört im Hintergrund, dann sind das die Kinder, die spielen. Die sind unsichtbar, die schwirren hier irgendwo rum. Und ich habe ihnen gesagt, ich mache ein Video über Politik, um die große Wahl in Deutschland, wo entschieden wird, wer Chef wird von Deutschland und dass das mega wichtig ist. Und deswegen... Meinst du, ich werde gewählt? Meinst du, ich werde Chef von Deutschland? Gleich. Ja, aber man muss dann vorher sagen, man muss vorher vorgeschlagen werden. Und ich wurde von niemandem vorgeschlagen. Nächstes Mal. Egal. Ja, die Wichtigkeit von Politik unseren Kindern zu erklären, das ist auch unsere Aufgabe als Eltern. Mein persönlicher Hintergrund ist tatsächlich auch, Politik ist normal. Mein Vater war immer im Stadtrat, lokalpolitisch unterwegs. Das heißt, überall im Haus bei uns stapelten sich die Anträge, so dicke Papiere waren das immer, die mussten gelesen werden. Natürlich gab es jeden Sommer das obligatorische Grillfest, wo wir waren. Bei Bürgerinitiativen ging es darum, Unterschriften zu sammeln. Die Lokalberichterstattung in der Zeitung war auch ein Thema bei uns zu Hause. Dann, was ich besonders spannend fand, weil mein Vater da ehrenamtlicher Helfer war, bei der Stimmauszählung, das war immer sehr spannend, wenn immer die Stimmen gezählt werden und die eine Partei und die andere, die mussten immer zu den gleichen Zahlen kommen. Für mich ist irgendwie Politik von Natur aus was Spannendes, was Natürliches, was dazugehört. Insofern war es für mich auch ganz normal, mich als Jugendliche zu engagieren. Ich war im Jugendrat bei uns in der Stadt und dann bei den Jusos. Ich habe natürlich einer Partei eingetreten, weil das für mich, wie gesagt, das Normalste der Welt war. 1. Februar 2004. Da war ich 18. Im Studium habe ich mich auch engagiert bei den Jusos und für mich ist sozusagen der Gedanke, ist es ganz normal, dass man in der Partei ist. Für mich eben die SPD, weil soziale Gerechtigkeit, Solidarität sind für mich so die wichtigsten Werte. In Politik geht es ja immer um Werte. Und dann ist so meine Idee, mein Vertrauen, dass die Leute, die sich da engagieren im Namen dieser Partei, dieser Werte, auch diese Werte als die wichtigsten setzen und da sozusagen das Beste tun, was man für diese Werte tun kann. Erst im Studium habe ich dann gelernt, irgendwie, dass es nicht normal ist, in der Partei zu sein. Und jetzt habe ich auch die Zahlen nachgeschaut. 1.207.849 Deutsche sind Parteimitglied. Das ist extrem wenig. Jetzt kommen wir zur Frage, die mir Alba Freude von dem YouTube-Kanal Wen wählen gestellt hat. Die Bundestagswahl 2017 Challenge. Es geht um die Frage, warum sollte man sich gerade jetzt für Politik interessieren und sollte man das überhaupt? Meine Antwort ist ganz einfach. Natürlich sollen wir uns für Politik interessieren, denn sie bestimmt unser Leben. In Deutschland ja auf den ganz verschiedenen Ebenen. Lokal, regional, das heißt in unserem jeweiligen Bundesland, aber natürlich auch auf Bundesebene und dann jetzt noch darüber hinaus europäische Ebene, internationale Ebene. Politik ist wirklich überall. Sie bestimmt, wie viel wir für den Kindergarten zahlen, wie hoch das Kindergeld ist oder auch wie viel Steuern Eltern zahlen müssen. Sie bestimmt unser Leben. Zum Beispiel alle, die Mindestlohn erhalten und vorher keinen erhalten haben, wissen, dass das noch nicht so lange ist und das ist nicht von ungefähr gekommen, sondern das haben Parteien für gestritten. Dass man während des Studiums ins Ausland geht, ins Europäische, mit dem Erasmus-Programm, das gibt es auch nicht seit immer, sondern das wurde irgendwann eingeführt. Das haben Leute für gestritten und sich eingesetzt. Der Kita-Ausbau, U3, als ich ein Kind war, gab es das nicht. Das heißt, in den letzten 20, 30 Jahren ist da unheimlich viel passiert und das ist nicht aus Versehen passiert oder zufällig, sondern weil Leute sich eingesetzt haben in Parteien, in der Politik und haben gesagt, das ist wichtig. Das heißt, Politik ist wichtig, es gibt immer Leute, die sich beschweren und sagen, das läuft nicht gut, aber ich finde, man sieht schon, es gibt viele Veränderungen über die Zeit. Und wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was da passiert, dann ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, dass man sich selber engagiert, anstatt sich eben nur zu beschweren. Politik ist eben immer eine Wertediskussion, zum Beispiel nochmal der Mindestlohn. Wer Arbeitgeber ist, wird sagen, oh nee, das finde ich aber doof, 8,50 Euro, ganz schön viel. Und alle, die für weniger arbeiten, sagen, boah, endlich 8,50 Euro, das ist ja wohl das Mindeste. Also das ist völlig gerechtfertigt, dass es zwei verschiedene Perspektiven gibt. Und dann gibt es eben den Streit und den Kompromiss und das ist das Leben und das ist die Politik. Anderes Beispiel ist der verkaufsoffene Sonntag, den gibt es auch nicht seit immer und das wird auch wirklich politisch entschieden, wie viele Tage es da gibt im Jahr. Und da sagen auch, die einen sagen, finden wir doof, die anderen sagen, finden wir gut. Und da muss man eben die Interessen gegeneinander abwägen und diskutieren und einen Kompromiss finden. Ein weiteres Beispiel, Steuern. Im Moment gibt es ja die verschiedenen Steuerklassen, je nachdem, ob man verheiratet ist oder nicht. Diese Ehe, die Heiligstellung der Ehe, das ist ja ein christlicher Wert und ist in Deutschland noch sehr populär. Das ist ja auch, hängt ja auch sicherlich damit zusammen, dass die CDU eine sehr beliebte Partei ist. Und das heißt, die Ehe ist im Endeffekt wichtiger als
für diese Leute wichtiger als Kinder zu haben. Und die sagen, nee, wir wollen die Leute begünstigen, die verheiratet sind. Und ich würde zum Beispiel sagen, ich würde lieber die Leute begünstigen, die Kinder haben, die erziehungsberechtigt sind, die Verantwortung für Kinder, für unsere zukünftigen Generationen übernehmen. Und da ist mal so eine gewagte Prognose, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch was tun. Das Steuerkonzept wird sicherlich überarbeitet werden. Politik ist eine Entwicklung, ist immer, geht mit der gesellschaftlichen Entwicklung mit. Meistens hinkt sie ein bisschen hinterher, weil sie sich eben bei den Anpassungsprozessen ein bisschen dauern. Aber sie versucht schon mitzugehen und das abzupassen. Eine interessante Entwicklung ist dann auch die Geschichte zum Beispiel zum Elterngeld. Das habe ich auch in dem Video mit meiner Mutter gehabt, die Fakten dazu, wie sich aus dem Mutterschaftsgeld irgendwie innerhalb von 20, 30 Jahren über Vaterschaftsgeld, Elterngeld, jetzt sind wir bei Elterngeld Plus mit Familienzeit, auch sehr, sehr viel geändert hat. Also es ist sehr, sehr spannend. Warum sollte man sich gerade jetzt für Politik interessieren? Da gab es in der letzten Zeit wohl genug Schockmomente, also natürlich Trump und Le Pen, das Erstarken der AfD. Und da denke ich, da müssen wir dagegen halten. Zum Beispiel gab es im Vorfeld der Wahl in Frankreich die Veranstaltung Pulse of Europe, dass man einfach sagt, wir sind die Mehrheit, wir finden Europa geil und diese ganzen Rechtsruckleute, die können zum Beispiel stehen bleiben. Die Frage vom Kanal Wen wählen, warum sollten wir uns gerade jetzt für Politik interessieren oder sollten wir es überhaupt, geht auch jetzt wieder an die Frauen. Ja, wir Frauen sind natürlich wie überall auch in der Politik unterrepräsentiert. Die Mitgliedszahlen von Frauen in politischen Parteien schwankt so zwischen 20% und 40%. Derzeit sind 37,1% der Bundestagsabgeordneten Frauen. Die Bundestagsabgeordneten bilden damit natürlich nicht den Bevölkerungsanteil von Frauen ab. Warum sollten wir uns gerade jetzt für Politik interessieren? Gerade jetzt bedeutet aber auch jetzt, in deinem Alter. Wenn ich mal gucke, in die Zuschauerzahlen meines Kanals sind das meistens so grob die 25- bis 40-Jährigen. Und wenn ich mal gucke in diejenigen, die wählen und die Wahlberechtigten, dann sind die 25- bis 40-Jährigen ziemlich unterrepräsentiert. Wir sind nämlich die Minderheit. Die ältere Bevölkerung ist in der Mehrheit. Das heißt, es ist gerade für uns wichtig, dass wir wählen gehen, dass wir uns interessieren. Wir sind in einem Alter, wo wir die Mehrheit unseres Lebens noch vor uns haben, wo wir Veränderungen noch mitbekommen haben, wo wir Weichen stellen können. Wir zahlen Steuern. Wir können mit diesem Geld, wird die Politik überhaupt ermöglicht. Damit wird alles, was gestaltet wird, bezahlt. Und dann sollten wir uns doch auch dafür interessieren, was mit unserem Geld passiert. Und damit kommen wir zum essentiellen Punkt, wählen gehen. Das Minimum ist wählen gehen. Das ist ja so gedacht. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir müssen wählen, um zu zählen. Das ist das Minimum. Wenn wir auch keine Zeit haben, uns selber politisch zu engagieren, dann ist es doch wichtig, wählen zu gehen, die eigene Stimme abzugeben. Denn Politiker sind für uns da. Sie wollen in unserem Namen handeln und sprechen und entscheiden. Sie sind in unserer Staatssitzung, in unserem Land, sie sind im Bundestag, sie sind in Deutschland, für Europa, im Internationalen und sie versuchen immer, unsere Interessen zu vertreten. Aber damit sie wissen, was unsere deutschen Interessen sind, müssen wir Deutschen auch wählen gehen. Und wählen gehen ist ein Privileg. Ich habe 3 Jahre in Vietnam gelebt, dort spielten Wahlen keine besonders große Rolle. Und das ging auch irgendwie, aber der Einzelne, die Einzelne, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, dann konnte sie das einfach nur so hinnehmen. Und man konnte nicht sagen, ich wähle jemand anders oder ich mache dieses. Oder konnten sich auch nicht politisch engagieren und sagen, ich trete jetzt dafür ein, ich werde jetzt aktiv und ändere was. Sondern man konnte einfach nur runterschlucken und sich irgendwie damit begnügen. Insofern wirklich, Demokratie ist geil und wir haben viele Möglichkeiten. Und falls ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen wollt, weil ihr zum Beispiel nicht in der Partei seid oder weil ihr eure Entscheidung gerne jedes Mal aufs Neue trefft oder einfach nochmal überdenken wollt, dann kann ich euch jetzt hiermit nochmal was empfehlen und zwar Wen wählen? Der Kanal, der mich ja überhaupt angefragt hatte um dieses Video, die haben eine sehr coole Website, ist so ein bisschen wie Wahl-O-Mat. Die meisten von euch kennen ja den Wahl-O-Mat, da geht es um Parteien und Wen wählen hat aber das gleiche Prinzip. Man beantwortet ganz viele Fragen und dann wird man gematcht mit einem Bundestagsabgeordneten, mit einem Kandidaten, den man wählen kann. Ich fand es richtig cool, ich habe es gemacht und wurde gematcht hier mit der SPD-Frau. Und dann kann man nämlich auch durchgehen, wie ihr seht, und sieht dann, was hat sie geantwortet. Und wenn man das dann so liest und dann sieht man, aha, hier sieht sie das, hier lernt sie das, begründet sie so, begründet sie deswegen. Ich finde es ein richtig cooles Konzept, weil man sieht irgendwie, hey, die denkt wie ich. Und ja, die soll da sitzen für mich, die soll das machen, die soll das entscheiden, die macht das gut. Die hat den gleichen Hintergrund wie ich. Die will das Gleiche wie ich. Wir sind uns ähnlich. Macht das wirklich gerne mal. Geht mal die ganzen Fragen durch. Natürlich, man braucht irgendwie 10 Minuten, um die Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, das sollte es einem wert sein. Und dann findet man eine Person, kann nochmal gucken, wie die argumentiert, was so ihre Prioritäten waren. Und dann kann man hoffen, dass diese Person in der Politik eine Rolle spielen wird. Und damit diese Person eine Rolle spielen wird, ist es wichtig, dass ihr ihr eure Stimme gebt. Schaut mal vorbei auf wenwählen.de und macht euer Matching. Und dann wirklich, wirklich wichtig, geht wählen am 24. September.
Und da das hier eine Challenge ist, soll es noch irgendwie weitergehen. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich von euch einfach auch ein kurzes Video-Statement machen. Das muss jetzt nicht so ein langes Video sein wie meins hier, sondern einfach nur die Frage, warum sollte man sich gerade jetzt für Politik interessieren und sollte man das überhaupt? Also ich würde mich freuen, wenn die Heinz eine Antwort parat hätte. Mit der war ich ja auch bei Pulse of Europe. Vielleicht hast du ein kurzes Zeit für ein kurzes Video-Statement. Und Miss Annie und Crazy Kachinga und Marvin. Und natürlich im Prinzip von allen. Also Christine Finke, du bist mega politisch aktiv. Vielleicht schaffst du es kurz, ein Video aufzunehmen. Hast du bestimmt eine gute Antwort parat. Katharina Oerler, vielleicht hast du auch was. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach alle mal ein kurzes Video aufnehmt. Das reicht, wenn es 30 Sekunden sind und ihr das bei Facebook hochladet. Viel Spaß am 24.09. beim Wählen. Können wir da aufmachen? So brave Kinder spielen einfach. Also, wir sind unsichtbar. Genau, meine Kinder sind unsichtbar. Das ist eine gute Idee. Oder haben sie auch zugestimmt und verstanden, dass ich ein Video machen darf und sie spielen in der Zeit im Garten und sind unsichtbar. Ich darf auch nicht gucken. Ich darf auch nicht gucken, okay. Ich sehe sie nicht, die Kinder. Die sind hier irgendwo, ich sehe sie aber nicht. Komisch. Mein persönlicher Hintergrund ist tatsächlich auch, Politik ist normal. Mein Vater war immer im Stadtrat, lokalpolitisch unterwegs, also Bürgerinitiativen. Ja, mein Papa. Also dein Opa. Dein Opa. 1.207.849. Hallo? Hä, wer war das? 1.207.849, dann auch natürlich jetzt inzwischen hallo. Auch auf eurem... Hallo. Hallo. Und hallo. Wer war das? Wer war das? Schon wieder ein Geist. Ein unsichtbarer. Hä, ich sehe niemanden. Komisch. Hallo. Dann inzwischen auch auf hier europäischen... Bin ich. Ach, da. Hab dich gefunden. Nein, ich bin unsichtbar. Okay. Da bin ich. Ich sehe dich nicht. Bist du die Qualle? Dann auf europäischer Ebene inzwischen ja, auch schon. Bin ich. Könnt ihr nochmal leise sein, bitte? Wir können gleich nochmal Quatsch machen. Ich will das aber jetzt erst fertig machen, ja? Wann bist du fertig? Vielleicht noch 20 Minuten. Also, ich beeile mich. Frauen unterrepräsentiert sind, wie die Malisa-Stiftung herausgefunden hat. Können wir die Affen? Welche Affen? Die Affen. Ja, der Affe hängt an der Garderobe. Oder auch das Thema Familiengeld ist eine spannende. Die Hand. So? Das okay. Nur die Hand. Ja, okay. Oder auch das Thema Familiengeld ist eine spannende. Wenn euch das politisch interessiert, dann abonniert am besten meinen Kanal. Ich hatte auch schon verschiedene andere Videos zum Thema Politik. Einmal raus aus der Filterblase, habe ich ein Experiment von der Zeit mitgemacht. Oder auch sehr politisch mein Video zum Thema Geschlechterklischees bei Kindern. Oder auch über die Gleichstellung des Mannes. Also klickt euch gerne durch meine Videos und dann viel Spaß am 24.09. beim Wählen. Können wir da aufmachen?